Und weiter geht's in God of War. So, in der letzten Folge haben wir den Drachen hier getötet und wir haben eine neue Pfeilart bekommen. Wir können jetzt das komische rote Zeug da wegballern, was uns immer den Weg zu den Kisten versperrt hat. Hat ja ewig immer nachgedacht, wie man das eigentlich wegkriegt, aber jetzt haben wir eine Kommt mir so Möglichkeit. vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Was ist denn da los? Alter! Meine Fresse! Sterbe fast an dem einen Mob, ey. Soll ich ihn zerschmettern? Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Ah, können wir den einfrieren? Der Kristall erneuert sich. Praktisch. Hey. Ja. Okay, verstehe. Müssen wir da hochziehen und dann da oben explodieren lassen? Schau. Yeah.
Der ist hinüber. Meine Friss. Ich habe gerade nicht viel geholfen. Doch gut geholfen, passt doch. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. So, aber mal schauen, ob wir die Ruhmkiste hier machen können. Ah, da scheint wieder so ein komisches Bildchen zu sein. Nicht mehr. Geht nicht. Okay. Hier, Junge. Noch eins. Der hier heißt Emil. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen auf seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Okay, jetzt schauen wir doch mal, ob wir hier das mit den Runen machen können. Nachtmare! Oh, aber gerade noch. Konzentrierter. Ah, da ist eine. Da brauchen wir. Ist hier was? Ne, dann holen wir uns doch schnell was.
Jawohl. Jawohl. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Der grausame große Krieg. Hier fiel Nertus von den Wannen, erschlagen von Magni und Modi, den Sohnen Thors. Die Jötner sind Zeugen der Grausamkeit dieses großen Krieges. Weder Asen noch Wannen können triumphieren, so ist es vorausgesagt. Doch was bleibt Midgard noch übrig, bevor sie die Waffen niederlegen? Die Riesen wünschen sich Frieden, kein Wunder, dass sie Tyr so mochten. Ich glaube, wir müssen da oben hin. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Jetzt fehlt uns noch eins. Sollen wir hier oben genau schauen, ist das hier noch irgendwo eins rum? Oder sehe ich von hier noch irgendwo eins? Ein Siegel noch. Das muss ja irgendwo sein. Ist hier unten irgendwo versteckt. Das ist der Weg, wo wir gekommen sind. Schauen wir mal dort hinten hin. Vielleicht ist hier noch irgendwo eins. Was ist denn das blöde Siegel? Ein Siegel fehlt uns noch. Ich sehe aber nichts. Ja, okay. Shit. Dann gehen wir mal hier hoch. Vielleicht ist es da oben irgendwo. Nicht mehr lange, Mutter. Aber ich glaub's fast, es muss fast da unten irgendwo sein. Das kann hier nicht sein. Okay, schauen wir nochmal runter. Das muss da unten irgendwo sein. Hm.
Oder ist es, hängt es unter der Brücke? Nee. Unten kann es auch fast nicht hängen. Was soll denn das sein? Wo ist dieses blöde letzte Siegel? Das ist eine Kiste oder was? Muss doch einfach mal so. Oh, jetzt kommen wir hier nicht runter oder was? Was ist denn das da unten? Sorry, dass ich jetzt so lange schaue, aber mich nervt das tierisch, wenn ich das eine blöde Ding nicht finde, was hier irgendwo irgendwo sein muss eigentlich. Muss er hier irgendwo sein? Bloß wo?
Das ist die komische Kammer hier, war ja nix. Jetzt wieder raus. Hier war auch nix. Hier nicht was gesehen? Klar, dort unten. Was soll das sein? Da kommen wir aber nicht runter. Kiste übersehen oder was? Hä? Wo bin ich denn gekommen? Ah, ich bin von hier gekommen. Komplett die Kiste übersehen? Wieder raus, hier ist aber nichts mehr. Ist auch nichts mehr. Hier war die Kiste, hier ist aber auch nichts mehr. Ne. Okay. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle. War jetzt nicht so spannend, die Folge, aber ich werde mal schauen, ob ich diese blöde Rune dort noch finde. Das kann ja nicht sein, die muss ja irgendwo sein. Wir sind meistens alle in der Nähe irgendwo. Das ist jetzt... Die Brücke geht nach oben. Was ist das da oben? Die kommen dann aber nicht mehr hier runter, wenn die oben ist. Bringt mir also nicht viel. Und ich möchte mal wissen, was das denn dort unten ist. Können wir da später vielleicht noch hin? Ich weiß es nicht. Aber auch nicht weiter. Ah, das nervt mich jetzt schon wieder, wenn ich diese blöde Rune nicht finde. Wahrscheinlich habe ich schon, bin schon 10.000 Mal vorbeigerannt. Und sehe sie bloß nicht. Mit dem Licht ist es wirklich ab und zu ein bisschen anstrengend. Dort waren wir schon drinnen. Kann ja nicht so schwer sein, dass ich die Rune finde. Ja, da ist das, hier war das. Oh, Leute, ich flipp aus.
Okay, dann haben wir die Rune auch gefunden. Mann. Abel, den haben wir schon wieder ein, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber einen Cut an der Stelle. Sorry, war jetzt ein bisschen langweilig, die Folge, aber das gehört eben auch mal dazu. Bisschen suchen und erkunden. Aber ich bin ja eh so ein Typ, der das alles ein bisschen langsamer spielt, wie manche andere vielleicht. Aber okay, egal. Gut, dann würde ich sagen, lasst mir doch ein bisschen Support da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, euer Andi.